Tag. Huch. Man hier reinkommt und direkt Risiko-Zusammenbruch kriegt. Zerrissene Kleidung. Es sind zerrissen die Hemden. Die Schutzweste oder die Hose? Also Hemden und Hose und ein Parker. Wo habe ich ja eigentlich alles? Oh, Blade. Oh. Das war 50%. Excellent. So. Fressattacke. Mitch Senior frisst sich durch unsere Vorräte. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Die Ursache ist fast überlaufen. Dies war unansehnliche Umgebung. Ich war gerade sehr irritiert, weil der Stream an ist, aber du hast ja Nachtdienst. Das ist völlig richtig, ja. Hallo, Frau Muschel. Hemden macht sie noch, Hosen. Hosen. Na gut, wir haben zwei Hosen, drei Hosen, okay. Also, sie könnten auch sich was Neues anziehen. Wenn sie denn wollten. Gib ihm Kleidung, die nicht so stark beschädigt ist. Zieh dich doch aus, Junge. Hose, Stoff, Hut. Dorsperre. Man kann die doch auch ausziehen lassen, oder? Warte mal kurz. Was war denn das Büro? Dann hier, nimm doch deine erzwungene Hose weg. Und deine Schutzweste. Das Hemd ausgezogen. Nacktheit. Ja, sieht er was an, hey. Muss ich gerade wie eine echte Sekretöse deinen Terminplaner für dich checken. Danke, Frau Muschel. Und hallo, Herr Sohne. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Kolonisten sind nackt. Ja, was soll ich sagen? Du kannst dir ja was anziehen. Naja, macht mal. Wie geht's euch beiden denn so? Ah, ist voll heiß. Lecker Latte, Macchiato. Muss aber Lurken noch ein bisschen was arbeiten. Das ist sehr fleißig von dir. Talgro hat sich vollständig erholt, das ist gut. Ist die Musik zu laut? Ich sterbe mich durch Fallout. Ja, am Anfang ist es ein bisschen mühselig, ne? Ganz gut, habe mir auch gerade einen Kaffee geholt und nun will ich Saturn dringend noch Kuchen. Genau, Frau Muschel, das macht sehr viel Sinn, dieser Satz, aber ich werde mal darüber hinwegsehen. Immer noch zerrissene Kleidung. Ja, hier, dann zieh die Hose aus, Junge.
Shai. Send. Gut. Dass sie das nicht selber ausziehen, wenn es zerrissen ist, also wirklich. Handy Y Saturn. Ja, gute Frage. Y Saturn. Ramon Pitz meditiert. Mhm. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Achso, die haben jetzt alle Knüppel. Weil wegen der Überfälle. Und die Leute niederknüppeln. Oh, heiß. Krass. Man denkt immer gar nicht. Also, ich habe ja so eine Kapselmaschine. Und da wird ja einfach das Wasser durchgepresst, dass er vorher kalt ist. Und dann denkt man immer gar nicht, dass das so schnell so heiß werden kann. Aber es funktioniert. Aus irgendeinem Grund funktioniert das ganz gut. Oh, der Tarnis trägt ein Bierchen und süffelt sich eins in einem Zimmer, wo niemand drin wohnt. Okay. Prost, Tarnis. Viel Spaß. Ob die hier einen Tisch drin brauchen im Gefängnis? Das kann man eigentlich mal machen, ne? Wir sind ja nette Leute. Können die ja mal einen kleinen Tisch hier reinkriegen. 2x2 vielleicht sogar. Ich sehe leider nicht, weil diese blöde Nachricht da hängt. Mal mitten in den Raum kommen. So. Können Sie da essen? Spielt ihr eigentlich noch Fallout? Der Tarnis spielt Fallout und ich habe letztens ja auch mal wieder mitgespielt, aber jetzt nicht regelmäßig. Wie ich jemanden fünfmal gefragt habe, wenn er mal gedenkt, seinen Arbeitsvertrag zum 1.8. zu unterschreiben, scheint nicht so wichtig zu sein. Ui. Tja, Frau Muschel, muss den Leuten hinterherrennen. Es geht ja so nicht, morgen ist ja der 1.8. Ich hoffe, er hat inzwischen unterschrieben. Sonst wird es nichts mit dem Arbeiten. Bin doch nicht ihre Nanny. Mitch hat aufgehört, sich wie ein Schwein vollzustopfen. Das ist sehr gut, Frau Mitch. So lecker. So, jetzt schläft Banshee dabei, Muschel und mir. War gerade da, nachdem ich seinen Chef angerufen habe. Eieiei, die Muschel holt sie gleich die Chefkarte raus. Aber wer trägt denn jetzt schon wieder zerrissene Kleidung? Also bitte, Leute. Hemd, schweres Leder. Zieh dich aus, Max! Jawoll! Der Frühling hat angefangen, wie schön! Heiß.
Boah. Alpaka-Männchen, Alpaka-Weibchen, Alpaka-Männchen. Die könnte ich im Prinzip auch alle zähmen. Und dann können die Rudelbumsen sich vermehren. Die Muffalos könnte ich auch zähmen, vielleicht. Erstmal ein Männchen und ein Weibchen. Alter 1. Oh, der ist ja süß. Dann kriege ich auch Muffalo-Wolle und wenn sie groß sind, dann kann ich sie schlachten. Und ich glaube, die können auch tragen. Die Kolonien haben ja immer so Muffalos zum Tragen dabei. Die hier so vorbeikommen, die Händler. Macht denn ja nichts? Nuka-Cola verkauft man. Nee, das ist doch voll gut zum Regenerieren des Nuka-Cola-Zeugs. Das macht, glaube ich, 50 Punkte Leben, stellt es ja her. Musst du dir mal angucken. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Hühnchen. 40, ja, aber es bringt doch gut Korken. Ja, aber Korken hast du später genug. Du kriegst so viele Sachen, die du verkaufen kannst, die ganzen Drogen und so. Die Noca-Colas würde ich behalten, um mich zu heilen. Also, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber... Ach, wie schön. Ich merke gerade, ich habe das Fenster offen. Und der Wind bläst mir so ein bisschen in den Nacken. Das ist echt, echt angenehm. Ich bin so froh, dass es geregnet hat und dass sich das ein bisschen abgekühlt hat alles. Richtig... ätzend. Ach, der Talro kann auch schneidern. Guck an, was der Talro alles kann. So, wir müssten wieder eine Expedition starten. Ich glaube, ich warte mal, bis Frau Ling und Frau Mitch wieder gesund sind. Dann schicken wir die Leute mal los. Wer ist denn alles Jäger? Ja, komm. Bisschen können wir es auch rausnehmen bei Ahsoka. Aufgabe beendet. Nee, ein T-Shirt ist sehr gut. Der Tarnis putzt mit seinem Wischmopp. Durch die ganze Basis fegt er. Er trägt Schuhe aus Stoff, damit er gleichzeitig Staub wischen kann. Muschel ist eine leckere Mahlzeit. Hallo, Frau Mitch, guten Tag, herzlich willkommen. Was? Gelbe Tümpelleute hat sich von minus 16 zu minus 26 geändert? Was? Mal kurz gucken, ob die auch Waffen kaufen. Die Kollegas hier. Können auch mal dahin fahren, theoretisch, aber es dauert so lange. Kaufen die Waffen? Ja, kaufen alles. Orbitale Strahlenwaffe. Na klar. Nasi-Keule? Na du, Wurst? Guten Tag. Ich habe heute schon wieder 4 Stunden den Handwerker bei mir. Wieso das denn? Was ist da los?
Wurst, ja, warum nicht Wurst? Untenrum Handwerker. Oh mein Gott. Hat mir meine Küchenwand wieder zugemacht. Warum war die denn offen? 3000 Stahl habe ich, alter Vater. Zwar eine Handwerkerin, nur ist doch in Ordnung, geht auch. Loch ist Loch. Hast du schon das Alu-Schutzgeld zusammengesammelt? Was für ein Schutzgeld? Was redet der Thanos? Weißt du, was passiert, wenn du nicht zahlen kannst? What? Das Abflussrohr ausgetauscht wurde und jetzt urteilig. Ah, okay. Das hatte ich auch mal. Ich hatte mal in meiner alten Wohnung. Irgendwann hatte ich Besuch von ein paar Leuten. Und die sind alle auf Toilette gegangen, natürlich, häufig. Und am nächsten Morgen hatte ich in meiner Küche, bin ich auf das Laminat getreten und dann kamen so die Wasserblubberbläschen zwischen dem Laminat hervor. Und da war auch irgendwie das Abflussrohr so irgendwie nicht richtig drauf, in der Wand. Und dann floss quasi das Wasser immer in die Wand und dann unter den Boden. Am nächsten Morgen war alles zugeschissen. Nee, es war tatsächlich nur das Wasser zum Glück, aber war alles durchnässt. Und dann haben sie auch die Wand aufgerissen. So, wen nehmen wir denn mit zu einer Karawane? Karawane erstellen. Der Socker muss noch ein bisschen bauen. Der Thanis muss noch ein bisschen putzen. Den Sühne, der hat eine Fernkampfwaffe, ist gut. Der Cookie hat eine Fernkampfwaffe, ist auch gut. Dann nehmen wir noch mit die Frau Ling. Und den Shy Guy. Obwohl der Shy Guy mient die ganze Zeit. Dann nehmen wir noch mit den Thomas. Du bist voll gemein. Wie du dich darüber freust, dass ich putzen darf. Ja klar. Das ist halt deine Aufgabe. Kann ich ja jetzt nichts dafür. Hab dich nicht so. Hier den Parker 54. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir hoch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Molotow-Cocktails benutze ich eh nicht. Und ich? Weil das ist ja schon das zweite Mal. Müll fabriziert. Oh, Scheiße. Das ist ja richtig kacke. Was mit meiner Statue? Sie ist fertig. Die ist fertig, ja. Herr Sohne gibt es noch nicht, aber er wird meine neue Liebe werden. Nachdem mich Sühne verschmäht hat. Ja, denn Sohne können wir auch noch erstellen. Dich gibt es leider tatsächlich noch nicht. Ja, Sohne. Aber es kommen ja immer neue Leute dazu. Das schlechte Pistole, schlechter Revolver. Das kann ich alles verkaufen. Hier eine schlechte Maschinenpistole und einen schlechten Revolver. Normal, normal, normal. Hirschkuh, tot. Bisschen Bier kann ich noch mitnehmen. Oh, ich habe nur 5 Bier? Krass. Die haben aber ja richtig gesoffen, die Leute. Kamelhaut unfertig, Bauteil unfertig. Hopfen. Jade, Ambrosia, dies, das, bla, bli, blu, bli, bla, bli, blu. Genau, dann können wir eigentlich schon los, wa? Neutramin haben wir. Wähle Route. Zack. Und dann annehmen. Du musst zuerst eine Richtung zum Verlassen auswählen. Hä? Wie eine Richtung zum Verlassen? Willst du mich verarschen?
Oh, muss ich jetzt nochmal von vorne? Oh. Den hatte ich denn mit? Thomas, Sühne, Jakuki und hier Frohling. An den Scheiger hatte ich gleich mit. Dann. Oh, was? Parker dies. Parker das. Molotov Cocktails. Schrotflinte schlecht. Pistole. Pistole schlecht. Dies schlecht. Das schlecht. Das schlecht. Revolver schlecht. Sieht sich aus, Max. ja, moin. Hallo, Michi. Guten Tag. Herzlich willkommen. Ganz macht dir nichts aus. Ich habe Thomas abgelehnt und der hat darunter gelitten. Du schläfst in meinem Bett, Sohne. Bin heute nicht lange dabei, ich bin bei der Arbeit. Ah, sehr gut. Ich bin heute ab 22:30 bei der Arbeit bis morgen um 8:30. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hauptsache, dir geht's gut, Michi. Ja, vielen Dank für den Clip, Frau Muschel. Überlebensrationen müssen wir natürlich noch mitnehmen. Zack. Wähle Route. Okay, sehr gut, hat geklappt. Huch. Ist euch die Musik zu laut eigentlich oder geht es? Jetzt schnappen sie sich die ganzen Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann geht's ab auf die Reise. Ach, wir haben immer noch keine Schlafsäcke. Ja, das muss ich unbedingt mal machen. Halt's nicht mehr aus, geh jetzt Kuchen holen. Okay, Frau Muschel. Viel Spaß dabei. Möbel. Schlafsack. Von irgendwas genügend? Schweres Leder, Nashornleder. Einfaches Leder. Leder. Blaufell. Was ist denn Blaufell? 40 Stück brauche ich. Boah. Gut, ich muss unbedingt mehr Stoff. Ha! Mehr Stoff anpflanzen. Okay, pass auf, wir haben ja hier ein großes Heufeld. Dann können wir ja daneben noch ein großes Stofffeld machen. Zone, Anbauzone. Oder die Alpakas halt zähmen oder die Muffalos oder wie auch immer. Weil wir machen das aber auch mal in so kleinen Abschnitten. Noch ein bisschen mehr Stoff. Stoff! Geht's euch denn allen gut? Warte mal, was brauchen wir denn hier? Baumwolle, genau. Wie kann Tarnis denn pflücken? Attax, moinsen! Auch lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ach, das ist Musik? Ich dachte, das wäre Baulärm. Wieso pflücke ich denn jetzt auch noch Baumwolle? Ich mache schon voll viel. Das habe ich doch nur so gesagt. Herr Tarnis ist halt unser Putzmann. Der kümmert sich darum, dass wir uns alle hier wohlfühlen. Das ist die wichtigste Aufgabe der ganzen Kolonie. So, die sind am Reisen. Das ist Shay. Mai ist das Shay. Ja, achso, deine Statue ist das hier übrigens. Das ist deine Skulptur aus Marmor.
ist doch auch noch eine Skulptur. Achso, die andere Skulptur haben wir verkauft, die aus Stahl. Spielst du ein bisschen GTA-RP? Ah, sehr gut. Auf deinem Server? Oder wie? Oder was? Oder wer? Ich verkaufe deine Kunst. Ja, die war voll wertvoll. Guck mal, wir können hier nochmal lesen, was da... Wo stand doch hier Kunst? Genau. Gedicht IUI. Diese Arbeit enthält eine Porträtierung von einem nach links bewegenden Raupe, der einen Mörser hält. Das ist deine Kunst. Ich? Das ist ein Teil von mir. Du kannst es nicht einfach zu Geld machen. Aber wir brauchen Geld für unsere Kolonie, weil damit wir mit einer Rakete davonfliegen können. Nicht auf meinem. Ah, von einem Freund, okay. Ja, cool. Also GTA-RP ist wie auch immer noch so ein bisschen auf meiner Abschussliste. Also nicht Abschussliste, sondern auf der Liste von Dingen, die ich mal machen muss. Wer kümmert sich eigentlich um Tierpflege? Die Frau Mitch und die Frau Lütke könnte das eigentlich am Forschen halt die ganze Zeit. Und Asoka. Die Frau Mitch müsste das machen. Ist Frau Mitch jetzt lustiger? Frau Mitch füllt den Holzgenerator auf. Das ist auch sehr löblich, aber Frau Mitch, ich würde dich doch sehr darum bitten. Ah, ach, sie hat's schon. Sie hat schon mit dem Tier interagiert. Okay. Dann zähme doch bitte noch Alpaka-Weibchen und Alpaka... Na komm, hier. 9 und 10 passt besser zusammen als 10 und 3. Oder? Wobei der dreijährige Alpaka-Mann, der kann die vielleicht noch häufiger, ne, weil er mehr Bock hat. Aber gut, lassen wir das. Wer weiß, welche Barbaren jetzt meine Kunst ihre Unterwäsche trocknen. Ach Quatsch, die ehren das. Die haben das direkt aufgestellt. Ich bin ein fleißiges Bienchen. Ja, bestimmt. Ja, also gefällt dir deine Kunst hier, die gewaltige Marmorskulptur, die du gebaut hast, Herr Tarnes? Kannst du mal vorbeischauen. Ja. Aber irgendwie nehme ich mir das schon seit 100 Jahren vor, mal GTA-RP zu machen. Und irgendwie komme ich dann immer wieder davon ab. Aber naja. Oh, Mitch Senior hat erfolgreich einen Alpaka gezähmt. Juhu. Das könnte erstmal Herr Sohne sein, oder? Das Alpaka-Männchen. Jetzt, wo wir noch kein Männchen haben, dann ist das Herr Sohne. Kann ich jetzt auf dem Alpaka reiten? Nein, kannst du nicht. Lul. Warte, was gibt's denn jetzt zu lulen? Ba, 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 ba. The time has come. Oh. Mol Chigo. Danke für dein Follow und herzlich willkommen. Guten Tag. Zone, Verkleiner, Anbauzone, Abfallzone, Lagerzone. Arbeitsgebiete weiter. Und zwar die Huhn Area. Achso, das ist. Ja, okay. Das ist okay. Was? Was ist mit mir? Herr, nicht Frau. Nein, es ist Herr Sohne. Ja, na, das ist Alpaka-Männchen bist du jetzt. Das ist Herr Sohne. Du bist jetzt flauschig, genau. Du bist ein flauschiges Alpaka-Männchen. Du kriegst gleich auch noch ein... Nein, das ist kein Mädchen. Es ist ein Junge, es ist ein Junge. Gucke dir den Schwengel an. Genau, guck dir, meine Freundin mag Alpakas. Siehst du? Jetzt bist du ein Alpaka. Das ist ja nur ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Uts, 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 uts. Ja. Das Alpaka-Weibchen, sobald wir es gezähmt haben, können wir dann, ja, so nennen, wie du das möchtest. Der Asoka besucht das Grab von der jungen Mitch. Ja. Das sind auch irgendwie süße Tierchen. Also wenn die nicht spucken würden, wäre das noch cooler. Aber ich glaube, die sind schon ganz nice. Oh, guck mal, Küken. Oh, ein Männchen schon wieder. Oh, ein Weibchen. Endlich ein weibliches Küken. Juhu.
Ich wäre für Zementa. Gott, oh Gott. Shy Guy, hallo. Guten Tag. Wie nennen wir denn die Küken? Attax könnte ja das männliche Küken sein. Machen wir jetzt einfach mal. Das männliche Küken heißt jetzt Attax. Ist richtig geschrieben? Ja. Und haben wir noch ein Weibsbild, was den Namen des Küken ne, sein möchte? Ich dachte, Lamas rotzen rum und nicht Alpakas. Ach so, okay. Ja, sorry. War ich falsch. Juhu! Denn ja, dann sind es Lamas, hast schon recht. Ja, die Niesmuschel muss jetzt ohne ihren Mann schlafen. Aber Sex gibt's ja eh nicht, weil. Oh, keine Ahnung. Im Untergrund gefangen. Wie lange bin ich schon hier im Untergrund? Ich muss unbedingt raus an die frische Luft und ein bisschen Zeit unter freiem Himmel verbringen. Ja, dann geh doch raus. Ihr habt ja nicht angebunden. Bauteile. Na, wir wollen noch ein paar mehr, würde ich sagen, oder? 60 Bauteile geht schon. Alpakas spucken auch. Siehste? Wie schlau ich bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Alpakas und Lamas. Aber gut. La 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 la. Oh, was ist denn das? Das Wildschwein ist tot. Das Wildschwein, die könnten wir auch zählen, die Wildschweinchen. Na komm hier, dann zählen wir die auch gleich alle. Schön wollige Tiere. Also diese Runde ist wirklich super. Ich sollte es nicht zu laut sagen. Aber das macht richtig Spaß, endlich mal so eine große Kolonie zu haben. Viele Leute. Jetzt ist die Musik sehr leise, ne? Mal gucken. Reicht euch das? Wird bestimmt gleich wieder lauter. Huch, jetzt sehe ich gar nicht, was ihr schreibt. Hehe, lul. Alpakas werden in Europa wegen ihres ruhigen und friedlichen Charakters auch in der tiergeschützten Therapie eingesetzt. Oh, das ist ja süß. Kann man die denn kuscheln und flauschen? Komm her, du Alpaka. Kann man die essen? Ja, ich glaube schon. Muschel, fall mir doch nicht so in den Rücken. Muschel ist mir auch schon in den Rücken gefallen. Das macht sie manchmal. So, alle schlafen, aber Attax rennt durch die Gegend. So, wer könnte denn das weibliche Küken sein? Das ist normal. Küken klein Miniling. Miniling? Miniling finde ich gut. Miniling. Oh, ein Strich dazwischen sieht schön aus. Die Lebenserwartung eines Alpakas liegt zwischen 20 und 25 Jahren. Oh, super. Wie ich mich bei der ersten Folge völlig überschwemmt gefühlt habe. Achso. So. Huch, wie neblig es ist. Und das im Frühling. Freunde, was ist da los? Da bauen wir mal noch eine Kopie Licht hinein, weil es ja ganz schön dunkel hier. Ganz schön dunkel ist das. Huch. Das ist ein Krankenbett natürlich, das auch. Und hier bauen wir noch eine Kopie von.
Zack. Und ein Vitalmonitor. Zack. La 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 la. Guck mal, der Schaukler kann jetzt auch. Achso, der trägt ja schon. Der ist ja unser erster Hund gewesen. Der trägt ja schon die ganze Zeit Dinge hin und her. Stimmt ja. Die Sarah. Ey, hör auf! Sarah, du Schwein, das ist ein Ei. Hör auf. Ich schlachte dich. Alter. Ich wusste, dass Sarah die Eier ist. Ich wusste es. Ich habe es nur noch nie beobachten können. Hm. Tiere. Oh nein. Karawane von der Cookie wird von Menschen jagen in Haar. Achso, okay. Oh ja, ein menschenjagender Hase. Oh nein, er wird uns alle töten. Angriff! Karawanenkampf gewonnen. Yes! Komme ich jetzt nach Hause? Hallo? Wie komme ich nach Hause? Okay. Ah, der Sparrow, hallöchen. Sarah ist ein Hund? Nein, eine Katze ist sie. Sie schränkt die Population ein. Das geht so nicht. Die kann nicht einfach die Eier fressen. Die Sarah. Darf man auch sagen, dass sie da nicht rein darf in die Home Area? Hm. Ich muss die Katze töten, glaube ich. Das Engelchen ein Ei und dann frisst die Sarah das auf. Körper. Bedürfnis. Sozial. Der Bestand des Killerkaninchens ist in den letzten 500 Jahren zurückgegangen, von sehr viel auf sehr wenig. Hätte man mittlerweile noch mit regelrechten Pflegen des flauschigen Säugetiers zu kämpfen, trifft man heute kaum ein Exemplar. Killerkaninchen? Was reden Sie? Wenn ich jetzt... Huch! Zone. Gebiete verwalten. Es gibt ja die Huhn Area, die in Bet. Na. Machen wir ein neues Gebiet. Das nennen wir. Ohne Huhn Area. Oder wir machen einfach House Area. House Area. Und dann machen wir Arbeitsgebiet erweitern. House Area. Und dann darf die da nämlich nicht rein, die olle Katze. Kann hier überall rumstreunern, ist mir egal. Aber nicht bei den Hühnern. So geht's nicht.
So, ist jetzt eine Hauskatze. Ja gut, meinetwegen darf sie auch draußen auf den Feldern rumspringen, aber... Ja, so. Da können sie draußen rumstreunern. Die Tiere... Sarah, die Katze, geht in die Hausarea. So. Katzen dürfen in den Hühnerstall. Katzen dürfen alles. Nein, die Katze darf nicht in den Hühnerstall. Die frisst die Eier auf. Die hat wohl eine Meise oder was? Das ist bestimmt so langsam getippt wie immer. Die frisst vielleicht Meisen, aber doch keine Eier. Hast du doch gerade gesehen, wie sie das Ei, das befruchtete Ei von Sternchen gefuttert hat? Da wären Küken draus geschlüpft. Am 10. sind wir in Berlin, dann boxe ich dich. Am 10. August? Hallo Morian, guten Tag. So, hier werden jetzt auch sterile Fliesen. Die Küche wird umgebaut. Ne? Ist mein Boombaby schon da? Nee, ist noch kein Boombaby geschlüpft. Was bist denn du eigentlich, Mori? Ach da. Da bist du. Sternchen, Körper, trächtig. Drittes Trimester. Ist es überhaupt von dir? Keine Ahnung. 10.8. Weil der Rüß doch da ist. Wenn man 10.8. ist, habe ich denn da für einen Dienst? Da habe ich Spätdienst. Seid ihr nur am 10. oder das ganze Wochenende da? Ja, ich gucke in meinen Kalender und dann kriege ich direkt wieder ein Handy reingedrückt, ey. Ich box dich auch am 10. Freundchen. Hallo, ihr Krümelchen. Klar, ich krieg dich. Ich schick den Sparrow los, um dich einzufangen. Traust dich nicht, du hast mich lieb. Nee, nee. Wirst du schon sehen, wie du eine reingeballert kriegst. Einmal rechts auf den Oberarm und einmal links auf den Oberarm. Oder zweimal auf einen. Damit es schön weh tut. Wird dann eigentlich schon an der Startrampe gebaut? Nein, nein. Momentan wird ja noch hier die erweiterte fortschrittliche Herstellung erforscht. Ja, wie ist denn das jetzt mit Rüß? Ist der länger da? Seid ihr länger da? Seid ihr nur einen Tag da? Was machen wir? Ich habe Spätdienst. Am nächsten Tag habe ich frei. Schon erwähnt, dass XCOM und XCOM 2 extra wegen mir im Steam-Angebot sind. Das hast du schon erwähnt, ja. Das haben sie sicherlich genau wegen dir gemacht, Herr Sparrow. Ja, wir sehen, oh, der Sparrow, der wünscht sich ein Spiel. Das müssen wir jetzt direkt ins Angebot packen. Ich finde XCOM 2 leider nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein rundenbasiertes Strategie-Game, ne? Pilz? Peace? Was? Karawane ist angekommen. Zum Ort springen. Handeln. Unterhändler kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird ein... Oh.
Warum nehmen wir nicht einen anderen Unterhalter, Unterhändler? So, wir verkaufen hier diese ganzen Sachen, ne? Positive Zahlen. Ach so, negative Zahlen. Wow, das bringt ja richtig viel Knete, nicht? 203, 373. Puh, Skulptur gewaltig Marmor. Bären, warum habe ich denn Bären dabei? Die verkaufen wir auch und den Reis auch. Und dann kaufen wir Hightech-Bauteile. Oh, scheiße. Die sind aber teuer. Scheiße. Kriegsschleier. Ja gut. Müssen wir erstmal annehmen. Und dann zurück nach Kekstown. Na, dein T-Shirt. Achso, der Pilz. Schreib nachher bei WhatsApp, muss erstmal was arbeiten. Okay, verkauf doch wieder Kunst von mir. Ja, du hast ja noch keine Kunst gemacht. Du musst ja jetzt hier erstmal... Ach, da geht spazieren, der Herr Tarn. Ist okay. Ja, schön. Eine kleine Skulptur kann man ja auch mal herstellen. Ne? Und der Tarnes, der kann sich direkt mal da dran setzen, dass er hier die kleine Skulptur herstellt. Ich gehe spazieren, um mich zu entspannen. Lasse mich. Nö, du arbeitest jetzt an einer neuen Skulptur. Wolltest du doch. Brauche etwas Zerstreuung. Eine Glotze haben wir ja nicht. Das stimmt. Ja. Eine Glotze können wir auch noch bauen. Eine Glotze haben wir ja nicht. Was für eine Klosprache. Oh, Mitch hat einen Muffalo gezähmt. Es ist ein... Oh, ein männliches Muffalo. Eine Vorratskapsel. Alter, Rauchblattblätter. Oh, mein Paket, bis gleich. Also manchmal frage ich mich echt, was falsch ist mit den Paketleuten. Die klingeln, antworten nicht und kommen auch nicht rein. Hä? Ich wohne zu weit oben, glaube ich. Ich dachte schon, es klingelt bei mir. Pizza für... Hast du den gleichen Klingelton? Ah, lustig. Nee, Kontaktlinsen.
Liegt unten auf den Briefkästen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall niemand reingekommen. So, in letzter Zeit, glaube ich, klingeln die einfach bei Nachbarn unten. Weil die nicht so weit laufen wollen. Kurz gucken, ob sich hier der Status verändert hat. I don't know. Bei uns klingeln die nicht mal direkt das Schild drin, dass keiner da ist. Ja, das kommt auch häufiger vor. Naja, es ist von DHL. Spart man gerne weg. Ja, keine Ahnung. Also mal schauen, ob das jetzt irgendwo beim Nachbarn gelandet ist. Wahrscheinlich. Guck mal hier, das Mufalo. Das müssen wir noch benennen, das Mufalo. Wer könnte denn ein Mufalo sein? Hermes ist gern auf den Briefkasten, ja, super. Also hier oben vor die Tür wäre kein Problem, weil ich wohne ja hier, ist ja nur noch ein Nachbar nebenan und so hoch rennt eh keiner, aber naja, gut. Shanghai Snake. Hm, wir haben noch keinen Shanghai Snake. Shanghai Snake. Dann sind auch gerne das gleichzeitig geklingelt. Das Problem ist nur, da macht die Klingelanlage nicht mit. Ja, genau. Wenn dann einer dran geht irgendwie, dann hört man auch nur noch gar nicht mehr. I don't know. Egal, mal gucken, wo das Paket gelandet ist. Was ist das denn? Was wachsen da für komische Büsche? Alles schläft und Tarnes ist noch am Dingsen. Banshee ist richtig. Ach, wat? Von wem denn? Die haben doch alle geschlafen. Hat sich bestimmt in einen Samen gelegt. Ja, das kann sein. Unbefleckte Empfängnis. Na, schauen wir mal, von wem das Baby von Banshee ist. Zweites Trimester schon. Ach, krass. Und Sternchen ist im dritten Trimester. Wie soll denn dein Baby eigentlich heißen, Muri, wenn das rauskommt aus Sternchen? Das heißt, es gibt Hundebabys, ja. Ich habe gar nicht geburbt. Ja? Keine Lügen hier verbreiten, Freundchen. Mosi, oh mein Gott. Mosi Mooshammer. Wie Morian übers Feld rennt, nur um da Heu zu essen, lustig. Oh, wie es ja schon wieder riecht. Hier unten ist irgend so ein Asiate, wie auch immer, wo es leckeres Essen gibt. Da habe ich auch schon häufiger mal was gefuttert.
Und das riecht hier immer so hoch. Das Rindvieh braucht ganz viel Platz im Gehege. Welches Rindvieh? Das hier? Das Muffalo? Geh runter und hol dir was. Nee. Ich habe noch eine Portion Reis, Hühnchen und Gemüse im Tiefkühler. Dir soll ich was holen? Nö. Geh du doch hierher und hol dir was. Kannst dich ja dann hier ins Wohnzimmer setzen und das essen. Und mir was mitbringen. Mir und dir, nö. Nischt. Es ginge auch Minimo. Kann ich dann auf dem Muffalo reiten? Ich glaube, reiten geht allgemein nicht mit. Ich esse nachher ein Eis für dich. Das ist schön. Das freut mich wirklich sehr, dass du ein Eis isst und ich keins kriege. So, was ist denn jetzt mit Sternchen hier? Press mal dein Baby raus. Ich muss mal kurz ein Foto machen. Wovon ein Foto? Na, davon, dass Banshee trächtig ist, habe ich dem Schaukeler auf Instagram geschickt. Ahsoka hat einen Stuhl meisterlich hergestellt. Meisterlich. Verrückt. Autor Violetta Ahsoka, Gedicht von Niesmuschel ist da drauf. Eine Illustration auf diesem Möbelstück handelt von Niesmuschel, wie sie schweißgebadet auf der Suche nach Wasser ist. Die Kleidung von Niesmuschel ist zerfetzt und zerrissen. Da ist ein Katzen... rechts vom Hauptmotiv. Diese Gravierung bezieht sich auf das Ereignis am 10. August 5502, als Niesmuschel überhitzte. Mhm. Aber nur was von mir ist. Ansonsten nenne es so ab. Was ist denn so ab für ein Name? Thunder of a Bitch. Wow. Inspirierte Kreativität. Der nächste Objekt, die sie herstellt, wird 2 Qualitätsstufen besser sein. Kann denn die Frau Mitch kein Material? Oh. Die kann nicht nähen. Die Frau Mitch. Kann die Frau Mitch überhaupt an Arbeit machen? Kann die auch handwerkeln? Ja, kann sie. Steinmetz, okay, das bringt jetzt nicht so viel. Also sie könnte zum Beispiel eine Plattenrüstung herstellen. Was ist denn jetzt? Ja, Mitch. Was machst du denn da unten? Ach so, die wollte zu den Muffalos das zähmen. Naja, egal. Nicht für alles ein Befehl. Wachstum Wolle 3%, Wachstum Wolle 12%. Guck mal, die sind fast wieder da. Wie schön. Schimpfen. Sag mal. Das
Selbstgespräche? Nase. Karawane bei Kickstown angekommen. Wup, wup. Motzlogen. Oh, der Bär schon wieder. Das geht aber nicht. Freunde. Der Bär muss. Der Bär muss weg. Der Bär muss weg. Bolling. Borschei. Bormaxas. Bortanis. Und der. Socker und der Sperre. Es ist ein rundenbasiertes Spiel, Murian. Da muss man doch gar nicht unter Druck geraten. XCOM? Hab ich doch gesagt, das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das ist echt nicht meins. Angriff. Was? Den Rest geben. Grizzlybär den Rest geben. Was? Jawohl. Der Tarnis hat ihm nochmal ein Messer in den Hals gesteckt. Das haben sie toll hinbekommen, Frau Mitch. Danke, ey. Achso, Frau Mitch hat den Sparrow besiegt. Mörder, ach, ich war das. Ich würde sowas nie tun. Natürlich, hast du doch gerade, siehst du doch. Wie viele Tierchen wir jetzt haben. Zweites Trimester. Die Rache wird kommen von den Bären. Ach, Quatsch. Bevor der unsere Hühnchen auffrisst. Da fresse ich ihn lieber auf. Scheigei baut Marmor ab. Was ist denn eigentlich mit Sühne? Trägt Stahl. Ja, wir holen den ganzen Stahl von da oben ab. Ne? Die Frau Ling könnte das ja vielleicht mal machen. Bearbeitet Steine. Oder Thomas versorgt Sparrow. Ach Mann, die haben alle was zu tun. Ja. Bitte trage den Grizzly Bear, Herr Talgro. Kann mich nicht ein Mädchen versorgen? Nein. Grizzly Bear den Rest geben. Was? Jawohl. Der Tarnis hat ihm nochmal ein Messer in den Hals gesteckt. Die Küche ist ja immer noch nicht fertig. Mensch, der Socker, der schlampt aber auch ganz schön. Aha, Frau Niesmuschel füttert Sparrow mit einfacher Mahlzeit. Das ist kaputt. Abreißen. Defekt. Erfolg bereits. So, Hightech-Bauteile haben wir jetzt 3 Stück. Weiß nicht. Ich habe 2 nur kaufen können. Dann können wir ja jetzt den Langzeit-Dingsbums hier Langstrecken. Tiefenradar. Genau, Tiefenradar und. Ach scheiße, wir brauchen. Oh, wir brauchen 4 Hightech-Bauteile. Langstrecken-Mineralien-Scanner, Tiefenradar.
Ach so, aber den tiefen Bohrer, den können wir. Ah ja, okay. Dann machen wir erstmal Tiefenradar. Braucht sehr viel Strom. Ja, das ist ja in Ordnung. Strom haben wir ja. Stehen wir direkt hier neben. Wie im echten Leben. Sehr geil. Bitte mehr füttern, Frau Muschel. Ein Hubs für Grace, ein Hubs für Newton. Lol, meine Rims hat den Buff. Hatte unglaublichen Sex. Das gibt's auch. Verrückt. Warum sitzt denn Frau Muschel in dem anderen Raum? Also das ist irgendwie... Sammelpunkt. Das ist doch hier kein Sammelpunkt. Freunde. Haben du und Muschel euch gestritten, Herr Keks? Keinen Sex und jetzt möchte sie nicht mal mehr Zeit mit dir verbringen, im selben Raum sein? Ja, keine Ahnung, was da los ist hier. Ach, gucke. Zumindest legt sie sich wieder zu mir ins Bettchen. Ja, auf einer Party, netter Aufenthaltsraum. Musste Tarn das B zurückweisen. Oh, was? Jemand, den ich nicht leiden kann, versuchte mit mir zu flirten. Alter, musste Talgro zurückweisen. Jemand, den ich leiden kann, versuchte mit mir zu flirten. Sag mal, Tarnes B und Talgro machen meine Frau an, oder was? Ich glaube, sackt bei euch ein bisschen. Trägt ausgefranste Kleidung. Das neue Zimmer. Oh, sag mal, was ist denn mit deren Kleidung hier? Mitch ist immer noch am Plattenrost im Herstellen. Man kann durch den Pilz ein wenig hindurch gucken. Man sieht, was da steht. Was sind denn deine Bedürfnisse? Starker Erholungsmangel, schläfrig, leichte Schmerzen. Oh, da war kurz in Dunkelheit. Ist das hier zu dunkel? Kann sein. So, sehr eindrucksvolles Esszimmer, sehr gemütlich und mäßige Erwartungen. Versteckte Gegenstände. Hat uns eine Nachricht geschrieben. Eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck. Die Sammlung besteht aus Gold. Wertgegenstände ziehen Gefahren an. Also sei vorsichtig, wenn Gefahren lauern können. Ich weiß nicht. Es ist nicht weit weg von uns, aber da könnten natürlich Leute sitzen. Dreifacher Raketenwerfer. Panda, moinsen, hallöchen. Herzlich willkommen zurück. Schön, dich zu lesen. So, der Sparrow hat sich nicht ins Hightech-Bett gelegt, warum auch immer. Ist gar nicht so viele Betten, brauchen wir gar nicht. Also könnten theoretisch hier einfach 1, 2, 3, 4 Räume draus machen und die ein bisschen größer gestalten. Dann hätten wir 2, 4, 6, 8 Betten.
2, 4, 6, 8, da kann die halbe Kolonie ja im Bett liegen. Dann müssen wir nochmal alles umräumen. So macht die Arbeit Spaß. Wie? Wenn ich im Ohr. So, ich werde mich mal kurz erleichtern gehen, während es hier gerade regnet. Wir sehen uns gleich. So, neues Wasser ist auch am Start. Schreibe nicht so viel, du musst mein Alu sammeln. Ist ja unfassbar. Wie anders der Herr Keks ohne Kopfhörer aussieht, gar nicht wie jemand mit Kopfhörern. Hallo, Ibims? Achso, da ist ja noch was drin. Lul. Ist mir gar nicht aufgefallen. Haben Sie auch so einen Filter laufen, der Sie 25 Jahre jünger macht? Ja. Habe ich. Wait, ich bin Sub? Ja, bist du. Es wurden einige Subs verschenkt letztens.
da warst du wohl auch mit am Start, also dabei, danke an den Unbekannten, der Schaukler, da war's. Ja, dann reiße ich die Wände hier ab, oder? Befehle abreißen. Zack, zack, zack und zack. Thomas hat erfolgreich einen Alpaka gezähmt und nennt sie Alpaka 1. Juhu! Es ist ein weibliches Alpaka, glaube ich. Gucken wir mal kurz. Training. Ein Weibchen. Herr Sohne, wie möchtest du denn dein weibliches Alpaka-Girl nennen? Alle sind Sub außer Herr Sohne. Stimmt. Gar keine Ermittlung bekommen. Der Herr Sohn ist besonders, das stimmt. Du bist knuddelig, das ist was anderes. Nenn es Yussel. Was? Was ist denn das für ein Name? Panda war auch da. Ein männliches Boomratten-Typ. So, was ist denn jetzt hier mit Sternchen? Immer noch trächtig. Mei, das dauert aber. Oh, ein Muffalo gezähmt. Ist es ein weibliches? Ne, immer noch mal ein männliches. Wie nennen wir das männliche Muffalo, das neue? Man kann zweimal drum fassen. Um den Herrn Sohn, ja, das stimmt. Knuffig. Knochig. Felix. Stimmt, der Felix, der fehlt auch noch. Felix. So, die Tierchen gehen in die Huhn-Area. Mittlerweile ist es nicht nur eine Huhn-Area, sondern eine, ja, Tier-Area. Ein Zoo. Sparrow hat sich vollständig erholt, ist gut. So, die Frau Niesmuschel sollte mal ein bisschen schlachten. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem neuen Ei, Engelchen? 13%. Mini-Ling ist noch nicht ausgewachsen. Noch ein Muffalo. Ein männliches Muffalo. Wir brauchen noch ein männliches Muffalo-Namen. Bitte sagen Sie einen Namen für das männliche Muffalo. Danke. Wie wär's mit Cybernetikum? Der war doch schon 100 Jahre nicht hier. Björn. Björn. So Nuffalo, oh mein Gott. Dann nenn ihn Korgan. Stimmt, Korgan brauchen wir noch. Aber wie schreibt man Korgan nicht anders? Korgan, so? Boah, noch ein Muffalo. Jetzt ein weibliches Muffalo. Wir brauchen einen Namen für ein weibliches Muffalo. Bitte einen weiblichen Muffalo-Namen. Dankeschön. Das geht aber voran hier mit den Muffalos. Zündi. Muffaling. Ja, können nicht alle nach Frau Ling benennen. Okay, das ist jetzt Zündi. Korgan und Zündi. Kümmert sich eigentlich jemand um die Feldarbeit? Die Niesmuschel, der Sparrow,
Der Ahsoka. Ah, der Ahsoka ist zwar ja erst am Bauen. Thomas auch ein bisschen. Sparrow erntet Erdbeeren. Ahsoka isst einfache Mahlzeit. Kann man die eigentlich trainieren, dass sie was tragen? Nee. Tier kann Gegenstände transportieren. Das Tier kann Gegenstände transportieren. Muss erst gehorsam wahrscheinlich, ne? Aufgabe endet näher ein Hemd. Näher ein Hemd. Riesiger Zusammenbruch leicht wegen Tarnes. Was hat er denn? Synergetikum hat meinen Heiratsantrag immer noch. Zurückgewiesen von Niesmuschel, zurückgewiesen von Lütke Mumpitz. Oh Mann, der Tarn, das kommt aber nicht gut an. In Dunkelheit. Zurückgewiesen von Ahsoka, Alter. Was ist los mit dir, Tarn? Alle weisen dich zurück. Kriegt ausgefranste Kleidung. Hat der Herr Tarnes Prothesen? Ne, ich glaube nicht. Doch, der hat eine Beinprothese, stimmt. Das Beinchen. Was er für eine Frisur hat der Tarnes? Ja, mit Prothesen kommt man scheinbar nicht so gut an, ne? Der Schaukler hilft beim Tragen, wie süß. Ja, die Hundis können tragen, ist voll schön. Guck. Forschung abgeschlossen, fortschrittliche Herstellung. Yes. Fortschrittliche Herstellung, boah, sehen muss ich dafür einen neuen Arbeitstisch bauen, ne, wa? Kann ich jetzt hier vielleicht Hightech-Bausteile herstellen? Ah ja. Produziere Hightech-Bauteile, was brauche ich denn dafür? Stahl, Gold, Plastahl, Alter. Das habe ich doch alles gar nicht. Plastahl und Gold. Gold habe ich, aber Plastahl? Oh, habe ich sogar auch ein bisschen. Cool. 48 Plastahl und was über 330 Gold. 48 Plastahl, also 4 Stück kann ich machen. Hallo Thomas. Der Keks bei der Hitze von der letzten Woche nicht weggeschmolzen ist. Tarnes braucht ein vibrierendes Bein, das, dann wäre es was anderes. Da stehen die Mädels nicht so drauf, weil das immer so hart ist, wenn man kuscheln. Oh Mann. Es ist so ein Keks, wie es zu Weihnachten gibt, ganz ohne Schoki. Nee. Ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir, Thomas? Auch? Oh, wir brauchen mehr Strom, ne? Ich glaube, es wird weniger. Ich glaube, es wird weniger. Wir müssen noch ein neues Geothermie-Kraftwerk bauen. Irgendwo hier war doch noch hier ein Dings. Hier unten, da, guck. Strom. Geothermie-Kraftwerk. Zack. Und Stromkabel. Zwei Wochen für eine Woche auf Irland. Geil! Richtig gut. Fährst du alleine oder? Mit wem bist du unterwegs? Oh, irgendwie habe ich heute Probleme mit meinen Augen. Ist immer
blinzeln, damit ich alles scharf sehe. Mit Kollege und Mutter. Ah ja, okay. Augen zukneifen. Das ist dein neues Lieblingsspiel, Thanos, ne? Irgendwelche Befehle eingeben. Oh! Aha. Jetzt sehe ich, wo Rohstoffe sind, aber nicht welche, oder wie? Tiefenradar. Hm? Risikozusammenbruch leicht. Gegen Ahsoka. Was hat der? Schläfrig, in Dunkelheit, leichte Schmerzen, unsinnige Umgebung. Musste Thanos B zurückweisen. Jemand, den ich leiden kann, versuchte mit mir zu flirten. Der Thanos flirtet echt alle an, ey. Das ist völlig, völlig traurig, der Thanos. Ich habe ja schon zwei. Da kommt noch eine Lampe hin. Hin. Da kann noch eine Lampe hin. Da hoch. Und da. Ah. Und hier könnte theoretisch auch eine Lampe hin. Und da. Achso, da in die Ecke ist doof wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Dann bauen wir mal da in die Ecke. Mal gucken. Alter, Sühne. Künstliche Putze. Lasst mich doch, ich bin Künstler. Benny Stenker. Stenker ist mir gar nicht die ganze Zeit zu. Nein, nein. Wie im echten Leben, der Tane. Hallo Sühne, geht's dir gut? Mein lieber Schnuffelpuffel? Oh! Aber dann schön eng hier im Stall. Bei Moxutz muss noch ein zweites Licht hin. Wookies zeigen im Plattenbau zu Kekshausen. Was für ein Plattenbau? Ein bisschen müde, ja. Ich hab bis 23, 30 gearbeitet. Dann war ich irgendwie kurz nach 12, 4 und hab irgendwie so halb eins gepennt. Und dann bin ich um 8 wieder aufgestanden. Ja, ja. Und heute halt Nachtdienst. Und morgen den Tag frei, dann muss ich mal gucken, ob wie ich dann schlafe, weil ich dann am übernächsten Tag Frühdienst habe wieder. Wie ist das Wetter in Berlin? Jetzt ist es angenehm. Es sind jetzt, warte kurz, 24 Grad aktuell. Aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Kommt auch ein bisschen Wind und so. Tiere. Engelchen, nee, wollte ich nicht. Sternchen wollte ich hier. Ja. Drittes Trimester. Hab heute auch Nachtdienst in der Sauna. Wie der Süde schon wieder in die Sauna geht ohne mich, das Schwein. Der will sich doch nur wieder irgendwie. Ja, will doch wieder irgendwen angrapschen. Letzte Woche war es echt heiß, ja. Es war richtig ätzend. Seinen Lulli an andere Leute schnipsen, hat mir letztens gesagt, dass er sowas macht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass er sowas macht, der Sühne. Das Schwein.
Boah, Sparrow hält sein Schwert an den Hals von Sühne. Oh mein Gott. Feuer, Feuer, Feuer. Kurzschluss, Feuer, 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 Feuer. Die Nahrungsvorräte brennen. Jetzt habe ich meinen Lulli wegen wogegen geschnipst. Achso. Sühne wäscht sich doch täglich, dann ist der Kleine, dann ist der kein dreckiges Schwein, wohl eher nur ein Schwein. Keks müde. Ein wenig, ja. Ja, Herr Sühne, dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß in der Sauna, du Ferkel. Bitte, lass dich nicht begrapschen. Reib dir nicht die Augen rot. Doch, das mache ich aber gerne. In der Wortsauna ist das Wort Sau enthalten, das stimmt. So, jetzt kann man hier irgendwo einen Tiefenbohrer ansetzen. Hier zum Beispiel. Was bei Diverses? Nee, bei Produktion der Tiefenbohrer. Muss da denn Strom sein? Oder arbeitet der so? Sau? Nah oder Nah-Sau? Oh, Zündi und Felix. Spillingardans. Was? Tierkrankheit. Oh, was? Drei deiner Tiere sind eine solche erkrankt. Stell sie, dass Betroffene medizinisch versorgt werden, so viel Ruhe wie möglich erhalten. Der Schaukler, Banshee und Tobi. Was? Schlachten. Nein, nicht schlachten. Wir essen keine Labradore. Zeuchenbankett. So, Ahsoka, wo bist du denn? Da. Baue doch bitte den Tiefenbohrer. Panda schlachten, nur um sicher zu gehen. Nein. Die kriegen wir wieder hin. Guck, die liegen jetzt alle hier in dem Bettchen. Voll süß. Zündi und Felix schon wieder. Die treiben es ja richtig wild. Ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen vergrößern. Das muss ich. Brauche ich hiervon eine Kopie? Lupp. Noch eine Kopie. Das kann ja eigentlich bleiben. Das reiße ich ab. Dann kommt da eine Tür rein. Zündi ist voll der schöne Name. Stimmt. Eigentlich müsste die Boomratte Zündi heißen oder Boomalupe. Würde noch mehr passen.
Sternchen hat ein Junges zur Welt gebracht. Da. Boomrattenjunges. Weiß ich nicht, von wem das ist. Von Morian und Sternchen. Guck. Wie sollte das jetzt heißen? Minimo, ne? Minimo. Wenn du so müde bist, mach Schluss. Nein, wenn du groß bist, wirst du meine ganze Siedlung durch den Tod, durch deinen Tod niederbrennen. Was? Wenn du groß bist, wirst du mal eine ganze Siedlung durch deinen Tod niederbrennen. Verstehe ich nicht. Ach so, wegen Minimo. Ja, okay, verstehe. I understand. Die alle zerrissene Kleidung anhaben. So, jetzt mal gucken, wie es mit dem Tiefenbohrer ist. Ein Kolonist untätig, Lütke. Achso, Forschung bei euch neue. Grundlagen des Raumflugs? Oder Bionics? Hightech-Körperteile. Machen wir mal Bionics. Hype. Hallo, der Tobi. Ja, der braucht Strom, war ja klar. Immer. Wie ätzend. Strom. Stromkabel. So, bitte baue das auch noch. Hier wird kein Poker gespielt, hier wird ein Stromkabel gebaut, Freundchen. Hat jemand kurze Verzögerung angemacht? Ja, das stimmt, das habe ich. Ist das aufgefallen? Krass. Mitch hat Plattenrüstung meisterlich hergestellt. Juhu! Völlig richtig. Die habe ich angemacht. Du hast nur ungefähr eine halbe Stunde früher geantwortet als sonst. Fuck you! Pisskopf. La 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 la. Rohstoffe unterhalb Stahl. Zweites Semester dann. Herzlichen Glückwunsch. Glückstrumpf. Kann ich irgendwie Morian sehen, was für Rohstoffe in diesen Gebieten lagern? Nee, ne? Der zeigt einfach nur, dass da seltene Thrombose. Was? Eine kleine Herde Thrombose ist in der Region eingewandert. Natur ist friedlich. Einige Händler sind bereit, gutes Geld für Felle und Hörner zu zahlen. Thrombose?
Das sind die Teile. Kann ich die zähmen? Alpha-Trumbo. Da stand auch eine Herde Trumbos. Oh, gut. Ich habe gerade exakt das gleiche Event bekommen. Sehr gut. Zema, hallöchen. Nur mal kurz zuschauen, Kaffee trinken und dann gleich selber rimsen. Hat mich gepackt, das Spielchen. Ja, herzlich willkommen. Lass dir deinen Kaffee schmecken. Und schön, dass du reinschaust. Und das Spiel ist wirklich sehr schön. Ich habe mich auch wieder ein bisschen... Ich habe eine ganze Weile lang nicht gespielt, aber die letzten Tage und Wochen habe ich doch sehr viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. Und ich bin zum ersten Mal ziemlich weit hier in dem Spielstand. Wenn du einen Bohrer draufstellst, siehst du es dann. Ja, ja, genau. Aber vorher nicht, ne? Also, so sehe ich. Rohstoff unterhalb. Stromversorgung fehlt. Also nur wenn der dann auch fertig gebaut ist, ne? Ja, hier steht es dann noch nicht. Leider. Du suchtest es förmlich. Ja und? Hast du ein Problem damit oder was? Aber die sind ja nicht so teuer, kosten halt, ja, kosten 4 Bauteile, aber die kann ich ja mittlerweile herstellen. Das ist ja okay. Stellen wir da noch einen Bohrer hin. So, so und so. Ich glaube, das Spiel ist echt gut. Ich habe so einige Probleme. Das ist, dachte ich mir, ja. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich das als allererstes gedacht. RimWorld ist Liebe. Wie der Tanz das unterscheiden kann, ob ich auf die Uhr oder aufs Handy gucke. Voll verrückt. Und jetzt kann ich wieder öfters am Wochenende erstmal 48 Stunden beim Basti. Schon wieder, der macht aber ständig solche Events. Verrückt. So, wer hat denn den, wen hat denn Niesmuschel hat er geflirtet, Lütke Mumpitz und Ahsoka. Gehätschelt. Ein süßes Tier ließ sich von mir hätscheln. Okay. Frohe Natur. 3 Jahre Twitch bei ihm. Krass. Da geht das schon mal. Gut, dass ich eine Boomratte bin, sonst wäre er auch hinter mir her. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, ich habe 2 Lampen. Sag mal, was soll denn das? Klopp, zackt. Das kann ich ja wegmachen und dafür neu installieren bei. So. Minimo. Wie viel ja nicht mehr genug Platz ist. Das ist mit einem neuen Ei, 84%. Zeit, dass Miniling groß wird. Benni, lass den Hühnern doch mal Zeit. Nein, warum sind deine Akkus so leer? Ich hatte ein Dingsbums.
eine, ja, Kurzschluss, da ist ja alles kaputt gegangen. Und ich baue gerade noch ein neues Geothermie-Kraftwerk. Langsam reicht der Strom nicht mehr aus, seit ich das Tiefenradar habe. Stresseier schmecken nicht so gut. Okay. Ich hatte ein Dingsbums, Stromausfall, habe ich gar nicht gesagt. Ey, wie der Tobi mir schreibt, so ein Schwein, nur damit ich aufs Handy gucke. Handy weg beim Stream. Pisser. Schreib ihm. Waffenhändler, au. Cool. Sie sind unter dem Namen Händler Händler bekannt. Sehr gut. Wir sind ein super Team. Ihr seid ganz schöne Arschlöcher. Wir sind aber super Arschlöcher. Du willst eine Truhmur zähmen? Ja klar, warum nicht? Krass, was für Worte Le Docteur verwendet. So kommt er nie in die feine Gesellschaft. Was für eine feine Gesellschaft denn? Viel Glück. Kriegt man das nicht so einfach hin, das dachte ich mir schon. Rubelarzt. Gib dir gleich Rüpel Arsch. Kann der noch in Brandenburg arbeiten? Nee. Benny hat uns Scheiß auf die feine Gesellschaft. Lies mal, was drinsteht in der Beschreibung beim Trumbo. Gigantische, anmutige Kreatur unbekannter Herkunft. Der Trumbo ist von Natur aus sanftmütig, aber extrem gefährlich, wenn man ihn erzürnt. Sein langes Fell ist außergewöhnlich schön, wertvoll und schützt gut vor Schäden aller Art. Weiterhin erzielt sein rasiermäßig scharfes Horn auf den meisten Märkten Spitzenpreise. Legenden besagen, dass ein alter Trumbo die weiseste Kreatur des Universums ist. Sie zieht es nur vor, nicht zu reden. Ja, da steht ja aber nicht, dass ich die nicht zähmen kann. Bei den Werten. Für Werte denn? Trefferpunkte. Empfindlich. Empfängliche Fruchtbarkeit. Brennbarkeit. Benötigte Fruchtbarkeit. Attribute. Kann geerntet werden. Begrenzte Lebensdauer. Das ist eine Pappe. Ah, geil. Ja, schön. Ich schalte den Stream ein und höre Fruchtbarkeit. Benny sieht einen T-Rex. Oh, den will ich zähmen. Hallo, Kartoffelmann. Schmerzgrenze 80%, Wildheit 98%. Trainierbarkeit gut. Tierverschmutzungsrate, Tierpfleger Mindestwert 9. Oh. Haben die so viel Tierpfleger? 7? 5. Neustart und Update durchführen, um weiterhin Support zu erhalten. Pff. Abends neu starten. Fick dich, Computer. So, Tierpflege. 14 von 20. Guck, der Cookie kann das zähmen. Ich darf jetzt mein neues Gerät verkabeln. Ja, viel Spaß. Neustart, fick dich, Computer.
Wart weiterhin Support erhalten, wenn hast du das letzte Mal deine Windows aktualisiert. Nein, das ist noch nicht lange her. Keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Sühne, du Schwein. Sei nicht so fies zu mir, sonst komme ich und leg dich übers Knie. Mal wieder bei Tobi bei mir im Schlafzimmer liegt. Windows Vista ist einfach noch gut. Muss auch mal die großen halbjährlichen Updates nehmen und nicht immer nur die Mini-Sicherheitspatches. Ja, das macht er automatisch. So, Ahsoka. Ach, der baut die Kühlung, okay. So, ich muss mal los Feierabend machen. Na, einen schönen Stream. Ja, viel Spaß beim Feierabend machen, Herr Tarnes. Immer einkaufen. Bis später, Leute. Viel Spaß. Falls wir uns nicht mehr lesen sollten, frohes Schaffen, Benni. Dankeschön, Thomas, fürs Reinschauen und macht dir einen schönen Abend. Mit Rewe habe ich ein Date. Und dann mit Sohne und Max. Oh, stimmt. Aber es ist doch gar nicht Freitag. Isst Gras. Wir müssen die letzten Aufgaben machen von Season 9. Eieiei. Also meinst du, ich sollte das Tier erschießen, Morian? Aber das ist doch so extrem gefährlich. Das haut mich doch um. Arm kratzen. Ihr und eure sinnlosen Season-Aufgaben. Ja, es ist ein bisschen auffällig. Die 5 Trillionen Skins, die ihr schon habt, nicht ausreichen. 10 wird schwierig, du kannst es auch einfach in Ruhe lassen. Naja, versuche ich es mal zu zähmen, mal gucken, was passiert. Man weiß ja nie, manchmal hat man ja Glück. Ey, Mufalo 1, ein Weibchen, wir brauchen noch einen Mufalo-Namen. Und ein Alpaka. Ein männliches Alpaka-Name und ein weibliches Mufalo-Name. Müffelchen. Spooky. Chantalle. Wir brauchen jetzt noch ein männliches Alpaka-Name. Wolle. Wie wär's mit Honk? Na, Honk haben wir schon. Das ist ja ein Huhn. Also ein Hahn. Alpakos. Ich hoffe, ihr findet mich auch ohne. Hoffe, ihr findet auch ohne mich einen Namen. Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Oh, Engelchen und Rusty. Während es Heu ist, das Engelchen.
So, hier ist immer noch kein Strom da. Der Puma. Hauptsache, der greift mich nicht an. Ah, so, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob mein Status vom Paket jetzt geupdatet wurde. Ihr DHL-Paket wird in eine Filiale gebracht. In die Postfiliale 501. Gibt's doch gar nicht mehr. Schuss ich dran. Ach so, ah ja, okay. Okay. Ja, weil ich natürlich nicht rangegangen bin zu Hause, ne? Oh, Milch. Wo kommt denn die Milch plötzlich her? Wer gibt denn Milch? Die Alpakas? Muffelmilch. Ach, die Muffalos geben Milch? Ih. Pakalos geben auch Milch, okay. Gibt nicht jede Säugetier Milch, du Bleppo? Sag mal, Sühne. Du bist ganz schön frech heute. Zone, die Zone, die Zone. So viele Eier wird es ja nicht geben. So, die Zone erweitern. Zack. Waffenhändler ist jetzt außer Reichweite. Achso, die waren mit dem Schiff da. Huch. Das habe ich gar nicht wahrgenommen so richtig. Ich dachte, die würden hier zu Fuß vorbeikommen.
Was ist mit der Musik eigentlich? Ist irgendwie ausgelaufen, wa? Das Krankenhaus muss auch noch umgestaltet werden. Eieiei, es gibt noch viel zu tun, Freunde. Psychisches Brummen im Kopf der weiblichen Kolonisten. Das ist nicht gut. Wenn die Weiber brummen, dann haben sie alle schlechte Laune. Zerrissene Kleidung. Ups, jetzt geht mir der Strom aus. Auch das noch. Wir müssen unbedingt das Geothermie-Kraftwerk bauen als nächstes, Freunde. Prost. Fünf Hightech-Bauteile. Also was wird denn erforscht? Achso, die Bionics, genau. Flachbildfernseher muss ich auch noch. Ich muss überhaupt mal einen Fernseher bauen. Aber eine Couch kann ich nicht bauen, weil ich keinen Stoff habe. Ach so, da sieht man sogar, wo die sitzen müssen. Okay. Eine Klotze. Da könnten wir eine Klotze hinstellen. Sogar auf den Randwelten gibt es oft einen alten Sender, der etwas sendet, was zumindest ansatzweise interessant ist. So viele Stühle brauche ich gar nicht. Vier reichen. Erstmal.
Thanes B. Sieht sich Kunst an. Er sieht sich seine eigene Kunst an. Okay. Oh, Frau Muschel verarbeitet die Milch. Kann sie bestimmt auch besondere Mahlzeiten draus machen. Also einfach, nicht einfache Mahlzeit, sondern die leckere Mahlzeit. Besuchergruppe. Hey! Eine Verwandtschaft von Togo besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Das ist schön. Okay, es gibt anscheinend eine Maismilchsuppe. Blah. Klingt nicht so geil. So, was ist jetzt hier mit dem Kabel und so? Das ist wie Milchreis, nur anders. Ja, stimmt. Socker entfernt Pappel. Thomas trainiert Shanghai Snake. So, die Mitch. Hier kann man kurz mit denen handeln. Wildschwein heißt der, wow. So, was wollen die denn haben? Schönes. Ja, das Hemd kann ich verkaufen. Die haben. Ich will mir gar keine richtigen Angebote machen. Komm, ich schenk denen mal. Das Hemd und den einen Stoff. Das Vogellederhemd ist ja auch schon abgenutzt. Biete Geschenke plus eins. Besten plus eins. Bitteschön. Beziehung hat sich von 1 zu 2 geändert. Wird das ganze Heu da reingetragen, das schon halb verrottet ist. Zerrissene Kleidung. Dann lege es bitte ab. Deine zerrissene Kleidung. Noch zerrissene Kleidung. Ja, Cookie. Die Schutzweste. Tja, dann musst du denn die Schutzweste ausziehen, mein Lieber. Kleine Skulptur herstellen. So, wo ist eine kleine Skulptur? Oh, die sieht ja süß aus. Warte mal, haben wir hier nochmal jemanden zum Handeln kurz? Talgo kann mal. Oh ne, er ist kein was. Er ist kein was. Kann nie sozial sein. Okay.
Hemd. Stahlhelm. Die Schutzweste wollen sie nicht? Die Skulptur könnte ich noch verkaufen für 150 Euro, aber das mache ich natürlich nicht. Nicht, dass Satanas sich wieder beschwert. Die werde ich jetzt mal schön gekühlt. Das ist eine Skulptur. Installieren. Wie beschränke ich nochmal, dass die keine Drogen nehmen? Ach hier, Drogenrichtlinie verwalten. Was heißt denn soziale Drogen? Keine Drogen. Soziale Drogen zur Entspannung. Joint machen wir mal nicht. Soziale Drogen abstinent. Jetzt treibt Felix es mit Müffelchen, nicht mehr mit Zündi. Was hat er denn? Leichtes psychisches Brummen? Wurde beleidigt? Von wem denn? Unansehnliche Umgebung, leichte Schmerzen, kein Ansehen, musste Tarnes B zurückweisen, ohne Tisch gegessen. Au! Das war mein Sprunggelenk. Falls ihr es gehört habt. So, ihr Cookie. Arbeite bitte weiter an den Kabeln. Da sogar. Achso, der baut den tiefen Bohrer. Aber als nächstes bitte das hier. Kabel dahin wurde ja schon verlegt. Guck. Besucher verlassen die Kolonie. Okay. Was ist eigentlich mit dem... Mit Banshee, die ist im zweiten Trimester immer noch okay. Dauert voll lange. Wie sie rumwuseln, die kleinen Rimsis.
So. Das Kabel wird gebaut, das finde ich gut. Das ist leider ein ziemlich langes Kabel. Das dauert ja ein schön. Ich nehme nur Bauteile, doch. Zehn Stück. Sehr gut. Was sind das denn? Ach, die Joints schon, die ersten. Der Talgo. Ah, der Talgo dreht die Joints. Guck an. Die können wir dann verkaufen beim nächsten Mal. Hans kann nochmal seine Skulptur aufstellen. Wie viel brauchen wir denn da immer? Vier Stück. Ich habe jetzt noch 116 durch 4. Irgendwas knapp unter 30. So, Bier brauen muss ich auch wieder. Gähn. Wie spät ist denn das? 16:20. Krass, wie ich schon 2,5 Stunden jetzt gestreamt habe. Verrückt. Dieses Spiel lässt Zeit verfliegen. Kein Silber mehr eigentlich? 33 Stück. Ist der Chat kaputt oder sagt keiner was? Nö, sagt keiner was. Gucken, wie es mit Sühne aussieht eigentlich. Störter Schlaf. Thomas wurde beleidigt. Hätschelt. Sparrow. Einengende Kleidung. Ich bin ein Nudist, muss aber Kleidung tragen. Das ist unerträglich. Musst du doch nicht. Zieh dich doch aus, Junge. Komm, zieh dich aus, Sparrow. Wenn du Nudist bist, dann musst du keine Kleidung tragen. Mitch musste Tarnes B zurückweisen. Das kennen wir ja schon. Niesmuschel. Wunsch nach frischer Luft. Ja, du bist halt immer nur in der Küche, es tut mir leid. Shy Guy, Erholungsmangel, geräumige Umgebung, Masokka, leichte Schmerzen. Mumpitz ist erholt. Tarnes B ist zurückgewiesen von Mitch Senior. Talgro wurde beleidigt, trägt ausgefranste Kleidung. Psychische Bomben hat aufgehört, ist gut. Bitte unterhaltet den Jakubi, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Die Muschel in ihrer Arbeitssucht. Bin immer noch am Verkabeln. Sehr gut, Kartoffelmann. Wird auch ein bisschen dauern, wa? Herr Sühne, bitte an Kasse 3. Herr Sühne, bitte. Der Magen ein bisschen, so als hätte ich Hunger. Verrückt.
muss ich wohl noch einen nachmittaglichen Snack essen. Die beiden müssen sich mal schlafen legen hier. Mein Waldbeerenkuchen war toll. Boah, wie gemein. Ich habe gestern von einem Arbeitskollegen einen Schokodonut bekommen, weil ich ihn mitgenommen habe, ein Stückchen von der Arbeit in Richtung zu Hause. Meinte, er muss mich bestechen vorher, damit ich das mache. Macht eine Tarnis? Ist Mahlzeit. Aha. Ja, wollen wir mal die Skulptur angucken. Titelhöhle. Diese Skulptur schildert von Tarnis B, wie er mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck an dem Handwerksprojekt Skulptur gewaltig arbeitet. Tarnis B hebt das Handwerksprojekt Skulptur gewaltig scheinbar ohne Aufwand an. Diese Inschrift bezieht sich auf das Ergebnis am 6. Dezember 5502, als Tarnis B das Handwerksprojekt Skulptur gewaltig fertigstellte. Wow. Er hat sich selbst skulpturiert, der Tarnis. Wenn die mit Kuchen bestechen, funktioniert immer gut. Ey. Sage sowas nicht. Mag halt Kuchen sehr gerne. Du hast den Keks verraten. So, der Talgo dreht weiter Joints. Ist gut. Kann man dann schön teuer verkaufen, die Joints. Ah, Milchfülle. 80%. Ach, die Weiber. Ah, die Weiber machen natürlich nur Milch. Ist ja klar. Und hier? Jussel macht keine Milch, also nur die Muferlos. Milchfülle, wie das klingt. Wie sieht's denn mit dem Ei aus hier? 51% und bei Engelchen im Bauch ist 75%. Okay. Wir müssen mal wieder die Felder bepflanzen hier. Was ist denn eigentlich los? Ah, der Thomas melkt Müffelchen. Ach, hier liegt ja auch eine Schutzrüstung rum. Nee, wie da? Was sollen die da? Auf dem Nachttisch. Ach ja, das Büro hat es hier ausgezogen, stimmt. Geht es ihm denn jetzt besser ohne Klamotten? Was trägt er denn jetzt? Er hat ein T-Shirt, ein Parka und eine Hose an. Eine enge Kleidung. Ich muss aber Kleidung tragen. Das stimmt doch gar nicht. Zieh es doch wieder aus. Ich habe dir doch gesagt, du sollst es ausziehen. Kannst du hier nackt rumrennen, Spyro, ist überhaupt kein Problem. Guck, kühl. Ja, ach, jetzt ist es kühl. Ja, erst sagen, ich will keine Kleidung tragen und dann, naja, nackt und glücklich. Ich bin nackt und liebe es. Ich fühle mich so frei, so uneingeschränkt und eins mit der Natur. Ja, okay, Spyro, unser kleiner Nudist. Nackt bin ich nachher auch. Sühne, sage sowas nicht, du Schwein. Du willst dich nur begrabbeln lassen, gib's zu.
gibt das Beste. Ich glaube, ich muss gleich mal weg und was futtern. Sparrow erntet Kartoffeln, das ist gut. Aber Herr Sparrow, Sie könnten auch die Felder mal anpflanzen hier. Hier zum Beispiel. Und Maxotz hat doch sonst auch immer Felder gemacht. Und der. Die Frau Ling. Kann das nicht. Und der Thomas. Und der Talgo kann es nicht. Und der Shai kann das nicht. Und der Sühne. Und die Mumpitz kann das nicht. Und der Tarnis kann das nicht. Und die Muschel, die kocht. Kocht wie eh und je. Zerrissene Kleidung vom Talgro. Oh, Alter, Freunde. Zieht ihr doch keine Schutzweste an, wenn die zerrissen ist, Junge. Fleißig der Talgro Joints herstellt. So, Tarnis B und Ahsoka sind zusammen am Spielen. Ex-geliebte Sühne. Bekannter Rivale. Was ist eigentlich mit Max? Warum ist der mit allen Rivale? Ah ne, hier Freund mit Sühne, Talgro und Frolling. Ja, Cookie ruht sich aus, das ist auch wunderschön, aber bitte bearbeite doch hier die Dinger. Mein Magen grummelt. So, der Socker macht jetzt erstmal einen Fernseher. Vorratskapsel. Oh, da oben. Großkatzenfell, das ist natürlich geil. Wenn der da hingeht. Gucken, ob die den durch die Wand sehen.
Achso, er kann gar kein Träger sein. Huch. Na, da würde ich nicht lang gehen. Nehmen wir kurz Sühne und Max. Und. Ah, wird schon gehen. Kein freier Lagerplatz erreichbar? Mich verarschen? Alle mit Stahl voll hier. Oh nein, Talgro, was machst du denn? Oh Gott, oh Gott. Kauernd. Geh bitte nicht da lang. Erstmal duschen gehen. Zu Hause und in den Regen gekommen. Regnet es? Also hier? Oh, tatsächlich so ein bisschen, ja. Tröpfelt so ein bisschen. Gern wissen, was in den Kryo-Schlafkapseln drin ist. Aber wenn du im Regen warst, dann brauchst du doch jetzt nicht duschen gehen, dann bist du doch schon sauber. Also das kann sie nicht, weil sie nicht hoch genug ist, okay. I see. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Bohrer hier? Der ist auch noch nicht gebaut. Der hier hat noch keinen Strom. Das läuft ja. In Klammern nicht. Ich habe so viel Stahl, ist unfassbar. Eigentlich könnte ich das Leder und so ja auch hier lagern. Teile natürlich. Künstlich. Hm.
Gegenstände unfertig. Rohstoffe. Textilien, Leder, ah ja. Ah, er trägt schon wieder zerrissene Kleidung, ey. Mann, Mann. Bling, bling. Wurde beleidigt, schläfrig, unansehnliche Umgebung, in Dunkelheit, bla bla bli. Hunger. Ja, ist doch was. Ach, der trinkt jetzt Milch, der Herr Cookie. Mhm. Trinkt da was, ist doch was ordentliches, Junge. Sehr hungrig. Na gut, ihr Lieben, ich glaube, wir kommen hier so langsam zum Ende. Grummelt. Keks braucht einen Kaffee. Ich habe ja schon vorhin einen Latte Macchiato getrunken. Bitte iss etwas. Ja. Ich werde etwas essen. Die Kirschkotze hat wohl nicht ausgereicht. Lesen. Gelesen. Ach, er Keks braucht einen Keks. Upsi. Ah, schön. Ja, Kekse habe ich leider nicht zu Hause. Sonst würde ich auch Kekse essen. Hier das nicht zusammengestapelt wird. Zusammenlegen, ja, genau. Ja, leg das mal zusammen, ey, Rolling. Nachtdienst in RimWorld? Nee, Nachtdienst nachher. 22:30 muss ich arbeiten, bis 8:30. Aber hallöchen, lieber Herr Ikari. So, ein bisschen Platz geschaffen hier. Ach, da wo die Lampen sind, können wir auch was drauflegen? Okay. Selbst schuld, willst halt Geld. Ja, das ist richtig. Irgendwie muss er ja sein riesiges Anwesen bezahlen. Das ist richtig, ja. Das ist völlig richtig. Versteckte Gegenstände, Krankenbett und Langschwert. Brauche ich nicht. Bin auch erstmal weg. Bis später, ihr Süßgebäcke. Tschüssi, Mori. Vielen Dank fürs Zuschauen. B, lege bitte den Stahl zusammen. Hier
so ein bisschen sortieren alles. Sehr schlimm. Schweineleder kannst du auch zusammenlegen. Ah, genau. Unfertig. Autor Diver. Was ist denn, wer ist denn Diver? Kann ich das irgendwie wegschmeißen? Ah, abbrechen kann ich das. Verrückt. Verrückt. Bärenfell-Parker. Nice. So, erstmal alle Gegenstände abgebrochen. So, ich mach mal Feierabend. Frau Muschel, schönen Feierabend, komm gut nach Hause. Und fahre nicht zu schnell. Sagt mir schon die Sachen nach. Gar nicht. Ich habe gesagt, fahre nicht zu schnell und du hast gesagt, fahr vorsichtig. So, ist denn jetzt hier die Mini-Ling? Ah, guck mal, Mini-Ling ist auch eine Junghenne. Kann die schon befruchtet werden? Fahre schnell und vorsichtig. Unfassbar. So, der Tiefenbohrer. Ja, Stahl. Auch nur Stahl, okay. Ist ja nicht so spannend. Oh, Plastahl und Gold. Plastahl. Gib mir Plastahl. So, was gibt's denn hier noch eigentlich? Diverses. Der Langstreckenmineralien-Scanner. Bestimmte Rohstoffe an Planeten aufzuspüren. Das brauche ich auch. Und dafür brauche ich 2 Hightech-Bauteile. Und das kriege ich hin. Der muss draußen stehen. Ne? Okay. Dann steht der jetzt auch hier neben dem. Mir kommt daneben das. So. Müllpilze. Meiste Zeit wird eh 60. Was? Die meiste Zeit wird eh 60, 80 wegen Baustelle. Ja, das ist nervig, dass es immer so viele Baustellchen gibt. Aber naja, was willst du machen? Mein Schweinehund ist gerade so übermenschlich stark, wollte schon seit Stunden zum Sport. Ja, das kenne ich. Ich will auch schon seit Tagen mal wieder zum Sport. Das wird auch nix. Extrem eindrucksvoll. Die Werkstatt. Jetzt sofort zum Sport. Oh, die Muschel. Jetzt hat sie ein Machtwort gesprochen. Los, aber zackig. Huch, was sind das für Leute? Bogenschütze weiblich. Verwandtschaft von Togo. Das stand gar nicht da, dass die vorbeikommen. Hm. Jo, na gut. Herzlich willkommen. Die einfach hier reinkommen in meine Bude.
das ist fast fertig. Sei kein Faultier. Ach, Mama Muschel, das klappt leider nicht. Ich finde Faultiere aber so süß. Ja, Faultiere sind schon süß, das stimmt. Ikari, man muss auch mal eine Sportpause machen. Das ist nicht schlimm. Bitte mache dir nicht so viele Gedanken darüber. Dann wirst du halt dick und fett. Oha, wie gemein die Muschel ist. Also ich habe mir heute ja, also ich habe mir ja letztens eine Waage bestellt, hier so eine Körperanalysewaage, und da stand ich heute drauf und habe mich erstmal schön gewogen. Ja? Weil schon seit 2 Monaten nicht, weil ich zwischendrin krank war und wenig Zeit hatte. Ja, das mit dem Kranksein, das schlägt einen dann immer so ein bisschen zurück, ne? Auch nervig. Naja, du machst das schon. Da muss man sich auch dran setzen. Okay. Der Schei. Fortschritt bis zum nächsten Abschnitt. Ah. Ah, gut. Okay. Hauste Brudi. Leider noch einen lästigen Husten gehabt, der nicht wegging. Ah, ätzend. Ja, das kenne ich. Muss los. Tschüssi. Tschüssi, Frau Muschel. Bis bald. Hauste Brudi. Geht's dir denn sonst gut, Daniel? Bist du jetzt wieder fit oder bist du immer noch ein bisschen am Rumschwächeln mit Husten? Mein Gutster. Bauteil 0 von 6. Hightech-Bauteil 0 von 2. Habe ich noch 2 Hightech-Bauteile? Ja, Gott sei Dank. Kann ich Plastahl suchen? Juhu! Hier wird sie nicht ausgeruht. Wäre cool, wenn trotzdem 2 Leute die Sachen dahin transportieren könnten und einer schon dran arbeitet oder so. Das wäre ganz nett. Naja, gut, man kann nicht alles haben.
So, ich wollte schon seit jetzt irgendwie 20 Minuten ausmachen, glaube ich. Funktioniert ja super gut. Hier wird auch ein Stück gerissen von der Wand. So, den Langstrecken-Mineralien-Scanner, den werde ich jetzt noch zu Ende bauen und einmal ausprobieren, wie das funktioniert. Und danach mache ich Feierabend und esse was. Ja, ich muss wieder was trinken. Ich weiß, Stay Hydrated Bot ist ja in Ordnung. Yay, ich trinke mit. Sehr gut. Prost, Daniel. Ah. So. Eingestellt auf Gold? Nee, der soll Plastahl finden. Wie macht er das jetzt? No description. Er sucht das jetzt und dann wird mir angezeigt, wo das ist, oder was? Oder muss da jemand dran arbeiten? Ah, ist kein Forscher. Ah ja, okay. Die Forscher müssen sich da dran setzen. I see. Viele Tiere wir haben, ey. So, achso, ich hatte ja gesagt, ich wollte das zu Ende bauen und dann Schluss machen. Ich mache Schluss mit euch. So, sieht's nämlich aus. Dann mal speichern. Zack. Dann zum Desktop. So. Dann, meine Lieben, sage ich jetzt Adios, Amigos. Und wünsche euch noch, was denn hier los? Hier wird jetzt Schluss gemacht mit euch. Bleib hier. Nee, nee. Nichts bleibt hier. Vorbei. Mein Magen grummelt. Ich habe Hunger. Ich muss was essen. Wie meine Haare aussehen. Verrückt. Irgendwie voll eingedrückt hier. Naja, gut. Also, lass dir schmecken. Geh mal im Briefkasten gucken. Was? Soll ich in den Briefkasten gucken wegen des Pakets? Achso, das ist zur Postfiliale geliefert worden. Du musst da erst schon arbeiten. Ja, aber ich muss noch was essen und dann noch ein bisschen rumchillen auf der Couch und so. Zur Postfiliale? Diese miese Sau. Ja. Vor allem, wenn er schon nicht das Paket bei mir abliefern möchte, weil er, weiß ich, zu viel zu tun hat, dann soll er doch gar nicht erst klingeln. Da gehe ich zur Tür und niemand geht ran und dann ist plötzlich mein Paket zur Postfiliale am Bringen. Naja, gut. Wie dem auch sei, das ist nicht zu fassen. Ja. Also, macht's gut, ihr Lieben. Macht euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Schlaft nachher gut, während ich arbeite. Wir sehen uns vielleicht morgen. Ich drücke dich zurück, lieber Daniel. Trägt das Krümelmonster Lidschatten? Da oben, oder was? Bis morgen, ich würde mich freuen. Ja, mal gucken, wie ich morgen so drauf bin. Aber ich darf ja nicht so lange schlafen morgen, weil ich ja dann übermorgen Frühdienst habe. Ja, hat so einen schwarzen Rand. Oh, komisch, ne? Ist wahrscheinlich wegen dem Greenscreen. Also,
Achso, auch im T-Shirt. Ja, genau, dann ist das wegen dem Greenscreen. Adios, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Fühlt euch gedrückert. Bis bald und tschüsschen mit Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao.